Ich denke, es gibt zwei neue positive Elemente. Erstens, die griechische Regierung hat den Mut gehabt, vor ihr Parlament zu treten und ein Verhandlungsmandat zu erbeten. Und es gab ja auch eine große Mehrheit im Parlament, selbst wenn es innerhalb der Regierungsmehrheit Diskussionen gibt. Also die griechische Regierung hat politische Entschlossenheit gezeigt, und das ist wichtig, um das Vertrauen wiederherzustellen zwischen den europäischen Institutionen und der griechischen Regierung. Zweites positives Element ist, dass die drei Institutionen IWF, EZB und die Europäische Union ihre Beurteilung der griechischen Vorschläge fertiggestellt haben und hat gesagt, das ist eine gute Basis. Natürlich ist die Schuldenfrage wichtig für alle. Sind die Schulden tragfähig, und wenn ja, unter welchen Umständen? Frankreich sagt dazu zwei Dinge. Erstens, es gibt kein Tabu um die Schulden herum. Man hat das Recht, über die Schulden zu reden. Aber wir wollen keine nominale Kürzung der Schulden, denn das ist für viele Staaten eine rote Linie. Aber sicherlich werden wir auch darüber reden, vielleicht nicht unbedingt heute Abend, aber vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen. Heute ist es wichtig, dass die Verhandlungen unter den bestmöglichen Umständen anlaufen können. Wir stehen vor einer Sitzung, die sicherlich lang sein wird, aber hoffentlich konstruktiv. Wir sind hier nicht, um Verhandlungen schon zum Abschluss zu bringen, sondern um zu sehen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind für die Aufnahme von Verhandlungen im Rahmen des ESM. Der Weg, der vor uns liegt, ist nicht leicht, aber wir werden uns alle bemühen. Natürlich ist es ein Fortschritt, dass Griechenland jetzt einmal geliefert hat. Überraschend das, was davor schon vereinbart war, und eigentlich überraschend auch nach diesem Volksentscheid. Was aber fehlt, sind doch die Details, und der größte Brocken, den wir zu behandeln haben werden, sind, welche Garantien gibt Griechenland ab, dass das, was jetzt vorgeschlagen wird, tatsächlich auch umgesetzt wird. Denn wir erleben ja seit 5 Jahren, dass solche Listen übersandt werden, aber die Implementierung der Maßnahmen erfolgt nie. Und das kann es nicht geben bei einem Programm, das in diese Größenordnung geht. Muss es eine Garantie Griechenlands geben, dass eine unmittelbare Umsetzung der Maßnahmen erfolgt, dann wird man weiter diskutieren. Was wäre das? Was müsste jetzt für eine Vorleistung, eine zusätzliche Vorleistung gebracht werden, damit Sie sagen, okay, wir nehmen jetzt die Verhandlungen für ein neues Kreditprogramm auf? Ja, zum einen müsste mal das griechische Parlament unmittelbar beschließen, dass die Maßnahmen, die jetzt vorgeschlagen sind im Rahmen eines Gesetzesentwurfs, tatsächlich akzeptiert werden, und dann innerhalb der nächsten 14 Tage sollte es eigentlich möglich sein, dass man die einzelgesetzlichen Maßnahmen setzt, damit die Umsetzung beginnen kann. Und das zweite große Problem wird sein, das Thema der Privatisierungen, die vorgeschlagen sind. Die sind auch schon so einmal vorgeschlagen worden, sind aber nie umgesetzt worden. Und das wird so nicht gehen. Daher wird man auch hier eine Garantie der Regierung brauchen, dass diese Maßnahmen tatsächlich in Umsetzung kommen. Inwieweit bestehen Sie darauf, dass der IWF an Bord bleibt? Da gibt es ja anscheinend ein paar Brösel. Es ist unbedingt erforderlich, dass der IWF an Bord bleibt. Der IWF darf aber zurzeit gar nicht. Weil sobald beim IWF ein Land Schulden hat, dürfen sie keine weiteren Auszahlungen tätigen. Es ist aber der erklärte Wille aller Eurofinanzminister, dass die IWF an Bord bleibt. Das ist auch eine Bedingung, die wir stellen werden. Inwieweit würden Sie sagen, wir sind zumindest auf dem Weg in Richtung neues Programm? Wann könnte man überhaupt damit rechnen? Was werden Sie da empfehlen, den Staats- und Regierungschefs? Ja, es ist sehr schwierig zu sagen, weil heute erst die Fragen geklärt werden müssen, die noch offen sind. Und es sind doch noch einige, die zwar als Überschriften da sind, aber nicht geklärt sind. Und das werden wir dann am Abend sehen können, wie groß die Chancen sind, dass man in die Verhandlungen zu einem neuen Programm kommt. Es wäre alles viel leichter gewesen, hätte man das zweite Programm beendet und fortgesetzt auf dem ganz normalen Weg. Jetzt sind wir in einer viel schwierigeren Situation. Um wie viel Geld geht es denn? 53 Milliarden Euro wird es nicht sein. Wie weit teilen Sie die Einschätzung, dass es doch eher in die Höhe von 80 Milliarden für ein neues Programm geht? Es ist aktuell in einer Größenordnung die finanziellen Notwendigkeiten geschätzt auf etwa 72 Milliarden Euro. Allerdings inklusive den Zahlungen des IWF. Und das ist schon eine beträchtliche Größenordnung. Das Ganze soll über 3 Jahre als Programm laufen, aber nach diesen 3 Jahren müsste ja gewährleistet sein, dass Griechenland auf einem guten Weg ist, dass Griechenland wieder Zugang zu den Kapitalmärkten hat. Wenn das nicht gewährleistet ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich auch in Österreich eine Zustimmung im Parlament dafür bekommen werde, dass wir so einem Programm zustimmen. Ich komme
auf eine optimistische Art und Weise in diese Sitzung. Die meldet sich schon viel besser an als die am Mittwoch, wo wir ja überhaupt keine Vorschläge hatten. Und ich bin froh, dass die griechische Regierung jetzt etwas auf den Tisch gelegt hat, was ein langes Dokument ist, wo vieles drin ist. Und wir müssen jetzt Klarheit schaffen, wie weit das geht und hauptsächlich herausfinden, wie die griechische Regierung das implementieren, umsetzen will. Der Umsetzungswille der griechischen Regierung wird ein wichtiger Teil der Sitzung heute darstellen. Glauben Sie, dass die griechische Regierung jetzt tatsächlich so weit ist, oder ist das nur quasi, um schnell eine Entscheidung herbeizuführen? Ich glaube, die meisten Länder werden einen Kalender fragen, wie schnell verschiedene Vorschläge umgesetzt werden können, und zwar auf dem parlamentarischen Weg, und zwar sehr schnell. Und das wird die Glaubwürdigkeit nicht nur dieser Vorschläge, aber auch die Glaubwürdigkeit der Regierung stärken. Wir hörten vorhin, dass es Schwierigkeiten wegen der Schuldentragfähigkeit gibt, weil anscheinend nicht genug vorgeschlagen wird. Teilen Sie diese Einschätzung? Kam von Ihrem Kollegen Kajim. Ja, ich glaube, es ist noch ein bisschen früh, um das zu beurteilen. Wir werden jetzt die drei Institutionen zuhören, wie sie das beurteilen, und wir werden dann in Folge sehen, wie wir das machen. Sind Sie zuversichtlich, dass Sie eine positive Empfehlung an die Staats- und Regierungschefs weiterleiten werden? Wir werden daran arbeiten.